Küche. Wahnsinn. Da noch eine Ohren. Oh, da haben wir den Jösse. Guten Tag. Endlich auch mal auf Elbköppe die Frau der. Endlich auch mal auf Elbköppe TV der Jössel. Zu einem neuen Abenteuer auf diesem Kanal. Gemeinsam mit Heiko Reality Urbex und Andreas Gössel bin ich hier in einem riesigen, alten, verlassenen Herrenhaus. Hier ist noch einiges zu sehen. Ich nehme euch mit. Viel Spaß. Den Anfang macht hier erstmal ein Fahrrad, das hier einfach so rumsteht. Platte Reifen, beide. Und dann geht es hier hoch. Diese uralte Treppe. Die gehen wir jetzt mal gemeinsam hoch. Man sieht, Freunde, dass das schon sehr, sehr, sehr zerrockt ist. Aber man stelle sich mal dieses Ausmaß vor an Platz, was man hier hat. Und tatsächlich, hier muss ich aufpassen, Freunde. Und da oben, da sehe ich, steht auch irgendwas. Hier ist ein Bett, Freunde. Seht ihr das? Richtig krass. Also hier ist tatsächlich auch noch Inhalt. Hier steht noch ein Sofa rum, Stühle und Unmengen Klamotten. Aber wisst ihr, was ich schick finde? Diese alte Lampe hat was so vergoldet im alten Stil. Noch ein Damenschuh. Hier liegen tatsächlich auch noch Sachen rum. Das ist definitiv kein Deutsch. Das ist Englisch. Ja. Leute, da liegen Papiere. Da gucke ich gleich mal rein für euch, aber ich werde es nicht filmen, weil ich keine Lust habe zu pixeln, das wisst ihr. Leute, die Papiere sind alle in Englisch. Und dann kommt man hier rein und denkt sich, boah, was krass. Hier liegen Socken, BHs und Strümpfe rum ohne Ende. Und guckt euch mal da. Da ist noch ein kompletter Schrank. Das war hier mal ein richtiges Zimmer. Ich meine, was für ein Zimmer. Hier auch noch Klamotten. Also ich würde sagen Damenkleidung. Und alleine diese riesige Eckcouch hier. Richtig herrlich. Wir gehen jetzt vorsichtig hier rüber. Hier liegen noch Koffer. Boah, das ist schick, Freunde. Guck mal hier, ein alter Kerzenständer. Der hat doch noch was. Schick, schick. Und dann hier dieses alte Bett mit vergoldeten Verzierungen hier und hier diesen. Ich denke mal, dass die aus Porzellan sind. Das Kissen ist sogar noch eingeschweißt, Leute. Man könnte es, es ist tatsächlich noch zu. Wenn man es auspackt, wäre es demnach noch neu. Und dann finde ich hier diesen Schminkspiegel total hübsch. Total, also auch komplett in Gold. Und auch hier wieder mit diesen Kugeln. Ja, das ist schick. Dazu diese Hocker. Und da liegen noch Schuhe. Also Freunde, an Klamotten hat es den Leuten hier nicht gefehlt. Gehen wir ins Nebenzimmer. Wow. Freunde, was waren das für riesige Zimmer? Zieht euch das mal rein. Oh, riesige Weihnachtskugeln. Alter Schwede. Also Leute, ihr wisst, in jedem Lost Place Weihnachten, ne?
Ist hier nicht anders. Und so eine Glocke habe ich tatsächlich auch in Gold. Tja, das war wohl mal ein Schlafzimmer, ne? Oder? Mischung, Schlafzimmer, Wohnzimmer, was sagt ihr? Also um diese Couch finde ich es ehrlich schade. Das Design ist zwar nicht so hübsch, aber ich finde, es sieht gemütlich aus an sich. Ja, es steht sich hier natürlich alles kaputt. Hübsch. Boah, ist das Marmor? Freunde, ey, das ist Marmor, ey. Komplett aus... Oder ist das ein Fake? Das ist ein Fake. Ja, ich muss mich korrigieren, das ist ein Fake. Zumindest das hier. Das hier oben mag vielleicht Marmor sein, aber die Türen unten sind aus Holz. Auch hier muss man richtig vorsichtig sein. Hier ist schon ein riesiges Loch. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch erst jetzt. Hier sackt es richtig in der Mitte ab. Richtig hier. Also da betreten verboten. Das kracht irgendwann durch. Die würde ich gerne hoch. Da hole ich mir gleich den Andreas zu. So. Hier sieht es aus, als hätte man das neu versucht zu machen. Ne, ihr seht neue Dämmwolle. Auch da oben, ganz komisch, neue Dämmwolle. Als hätte man hier mal versucht zu renovieren und es nicht fertig gemacht. Hier geht es auch hoch auf den Dachboden. Vielleicht mache ich das gleich mit euch. Fliesentischromantik. Und hier ist tatsächlich ein bisschen Küche. Hier noch die Teller. Oh, Leute. Das ist das gute IKEA-Ding, ja. Davon habe ich auch ehrlich gesagt ein ganzes Set. Und hier auch wieder Fritz und eine Weihnachtstasse. Hier steht auf der Tasse steht Dennis drauf. Guck mal hier. Da auch. Ist ja Hammer. Was ist hier? Das ist ein... Ach krass. Diesen Bad, ja. Weil hier riecht es nach Marihuana, ohne Witz. Es riecht in diesem kleinen Badezimmer nach Marihuana und da ist alles schimmelig. Ja, Wahnsinn. Oh, krass, ich habe mich gerade erschrocken. Alter Schwede. Hier ist so ein Tigerkopf hier. Oh, ist das eklig. Ja, Freunde, hier hat ein Tier hingemockert. Ihr seht ja hier, das ist alles von einer Frau. Das ist alles Schminke, Schminke, Schminke über Schminke. Hier noch eine klare Bouillon zum Essen, falls jemand Hunger hat auf dem Klo. Ja, krass. So, Freunde, ich hatte das für euch schon aufgenommen und muss das alles nochmal machen, weil das ausgegangen ist. Hier haben wir noch eine richtig alte Box. Und hier ist generell sehr viel Inhalt noch. Guckt euch das mal an. Ein Telefon. Hier sind noch Tabaksachen und all so ein Kram drin. Aber was ich richtig geil finde, ist hier ist sogar noch eine Kassette drin. Wer kennt sie nicht, die guten alten Kassetten? Hier auch tatsächlich. Ach, die sahen früher echt so stark aus, die Dinger. Ja, Freunde, das ist eine Philips Bausteinanlage, finde ich richtig, richtig klasse. Und was ich richtig geil finde, ist dieser Riemen angetrieben. Ich hatte eben schon geguckt. Der wird mit Riemen betrieben. Wenn man den sauber macht, der würde noch laufen. 100%. Hier sind überall noch Sachen drin, Freunde, in den Schränken. Vor allem hier. Altes Küchengerät, hier so ein Severin Elektrogrill, da unten irgendwas zum Kochen. Hier ist Nähzeug drin, ohne Ende Nähzeug. Und da steht jetzt wieder eine Philips-Box. Achso, dann sind die beide von Philips. Bei der anderen fehlte nämlich das Logo hier. Und dann auch wieder hier, ne? Riesige Couch, riesige Couch. Alter. Also hier können wir uns zu dritt auf jeden Fall besaufen, wenn wir das denn möchten. Und Leute, witzig finde ich, hier ist noch, die sind alle noch zu von 2009. Die sind alle 2009 abgelaufen von Albi. Also es sind keine billigen Säfte, die man hier findet. Darunter noch sämtliche Teesorten. Guckt euch mal diesen Krüger-Tee an. Der hat sich schon verflüssigt. Und dann hier, Freunde, ein richtig altes Nokia. Nokia, geil. Tasten gehen noch. Ist leider komplett geschrottet. Dann haben wir hier noch Filme.
die meistens auf Englisch sind. Casino Royale, englische Ausgabe. Les Miserables, der ist noch eingeschweißt, Freunde. Ist aber auch die englische Ausgabe, ja. Und Death Train und Walk the Line. Also das finde ich immer geil, wenn hier so detailreich noch was ist. Hier seht ihr ja auch noch, es ist ja auch noch alles da. Ne, Verbandskasten. Hier alleine finde ich stark. Wo habe ich es gesehen? Da. Guck mal hier, alles noch voller Küchenrolle, alles noch neu. Aber das hier, Leute, ist der Hammer. Ein Vorratsschrank, ich habe vorhin schon geguckt, das ist alles 2009 und 2010 abgelaufen. Ey, das ist ein Vorrat für Monate. Und auch das wusste ich nicht. Es gibt Durstlöscher in groß. Ich kenne die nur als kleine Tetrapack. Krass. Das habe ich eben alles für euch schon gefilmt. Ich mache es nochmal im Schnelldurchlauf. Hier sind sämtliche Bücher. In diesen Dingern hier ist nicht mehr viel drin. Ne? Wie ihr sehen könnt, ist das alles leer. Aber was richtig interessant ist, ist das hier. Hier ist alles voller Medikamente. Kieselerde, hier Vitamine. Das ist auch alles 2010 abgelaufen. Das kann ich euch sagen. Und hier noch so ein paar Fetischspielzeuge. So eine Nietendinger. Und hier so eine Handschelle. Und dann geht es hier weiter mit Medikamenten und Vitaminen. Das zieht sich hier so durch, Freunde. Seht ihr da drinnen auch alles voll. So, und dann, ja, sieht es für mich aus, als wäre es ein Büro. Hier ist sogar noch ein cooles Detail. Eine VHS Sony Leerkassette. Und davon gleich drei Stück. Geil. Ja, und dann ansonsten seht ihr ja Büro, Büro, Büro. Noch ein paar kleine Details. Freunde, was für den Musikliebhaber. Vinylplatten. Und in einem wirklich guten Zustand. Okay, das ist alles sehr, sehr alt. Dr. Zhivago, der Soundtrack oder was? Ja, tatsächlich. Wow. Oh, Freunde, hier ist noch ein komplettes Ich dachte gerade, Freunde, das leuchtet auf, aber weil ich es anleuchte. Das ist noch ein komplettes Schlafzimmer. Und in einem wirklich guten Zustand. Hier ist noch die Bettwäsche drin. Hier noch ein schöner Glastisch. Und da sind tatsächlich auch noch Jacken drin. Ein kleines Ledersofa. Und wie man es früher kannte, man hatte ja früher so eine Bettgarnitur. So eine Bettschränke, wo ein Bett mit integriert war. Richtig geil. Aber Alter. Oh, guckt euch mal das X-Bass Super Sound Teil an, ey. Boah, ist das oldschool. Also das Ding ist der Hammer. Das so eins hätte ich gerne. Wobei ich glaube, der hier, der sieht schon ziemlich ramponiert aus. Der wird nicht mehr funktionieren. Wenn man sowas mal auf dem Flohmarkt sieht von Sharp, würde ich sofort kaufen. Wir gehen jetzt mal hier. Oh, alter Falter. Ich falle hier vom Glauben ab. Was müssen die an Kohle gehabt haben? Guckt euch mal. Ey, das ist ja riesig. Ich meine, so ein Wohnzimmer mit 1000 Couches, das muss man sich erstmal leisten können. Das ist auf jeden Fall auch wieder so eine Steinplatte hier. Und noch eine komplette Schrankwand. Alles noch komplett unberührt. Wenn man den Rest des Hauses sieht, fällt man hier wirklich vom Glauben ab. Okay, hier geht das Ganze weiter. Oh, das ist aber schön. Guck mal, Freunde, so ein Wägelchen. Das hat schon wieder Stil. Hübsch. Ja, hier ist ein DVD-Videorekorder-Kombi. Mit einem alten Fernseher. Oh, ich muss aufpassen, Freunde, Nachbarn. Deswegen mache ich jetzt die Lampe aus. Ey, das ist ja Wahnsinn. Grüße gehen raus an TV-Mann. Und auch hier ist wieder eine komplette Schrankwand. Mit Medikamenten und Vitaminen und alten Damenschuhen. Und dann kommen wir ins Herzstück. Die Küche. Wahnsinn. Da noch eine. Oh! Leute, habt ihr das gehört? Scheiße! Ich dachte gerade, ich falle durch den Boden. Oh! Okay, Leute, es war nur das Holz, was ein bisschen nachgegeben hat. Also, ihr seht das. Hier ist noch eine. Ja, hatte ich glaube ich schon gesagt. Eine Küchenzeile mit Hundefutter überall. Nee, das ist gar kein Hundefutter, das ist Kaffee. Kaffeebohnen. Und hier ist noch eine Mundspülung. Die ist noch komplett verschlossen. Also Leute, wer die testen will, kann das gerne machen. Ja, und ein
Gefrierkombi mit altem Zeugs dran. Sogar im Kühlschrank. Also hier interessant sind noch Magneten. Seht ihr? Dann gucken wir hier mal rein. Tatsächlich ist hier noch Gewürzketchup drin. Curry-Gewürzketchup. Wollen wir mal gucken, ob der nicht abgelaufen ist? Oh Leute, hört ihr das? Der ist schon flüssig. Naja, hier ist noch von 2009 ein alter Senf. Eine alte Senfpackung. Ach Leute, das ist krass. Auch hier ist alles voller Essen. Und hier ist das Ganze ist nichts anderes. Also unfassbar viel Essen. Ich weiß nicht ganz, was das hier ist, aber das ist noch zu. Ich glaube, das sind Strümpfe. Haben wir denn hier noch Inhalt? Ja, tatsächlich ist hier noch Besteck. Geht dann der Ofen noch an? Nee, der Strom ist abgeschaltet. Also Leute, das ist alles noch komplett hier. Da fehlt echt nichts. Kaffeemaschine, Toaster. Und hier auch, ne? Ah, ja, Freunde. Okay, geil. Die Aufkleber kenne ich alle noch. Und ich mache mal ein bisschen weniger Licht. Die sind alle außer Bravo. Ist ja Hammer. Und erstmal Alf hier. Null Problemo. Ey Leute, das ist nostalgisch hier für mich als 90er. Hier Backstreet Boys, Gil Offerim, NSYNC, ich kenne sie alle. Aaron Carter, beschämend, dass ich die alle kenne. Ja, ich bin ein riesen Musikfan, Leute. Und ja, ich gestehe mir ein, ich mag die Backstreet Boys. Ich habe jedes Album zu Hause und schäme mich nicht dafür als Mann. Spice Girls, Tic-Tac-Toe, sogar in so einem Weihnachtsaufkleber. Die kenne ich auch noch von GZSZ. Das ist ja der Hammer. Mal ein bisschen weniger Licht, dann könnt ihr es besser sehen. Kate Winslet, Titanic, Leonardo DiCaprio, hier ganz viele Alf-Aufkleber. Hier aus DiCaprio aus dem Mann mit der eisernen Maske. Diana-Aufkleber. Hier Caught in the Act. Liebe Grüße an meine Schwester. Caught in the Act-Fan gewesen. Romeo und Julia. Das ist geil. Das ist geil, Leute. Das gefällt mir. Okay, Freunde, man hat es tatsächlich versucht zu restaurieren. Hier ist tatsächlich neuer Strom gelegt worden in diesen Trakt, wo wir gerade waren. Und dieser hier ist eben komplett, ja, ihr seht es ja, es ist in einem desolaten Zustand. Das ist nichts mehr. Ey, wir hatten lange nicht mehr so ein Lost Place, ne? So dieses Gegensätzliche. Hier nichts, alles Schrott, da komplett eingerichtet. Hier unten geht es übrigens weiter, dass genau der Teil des Hauses auch noch eingerichtet ist. Zumindest ein bisschen. Guck euch das an, ist das nicht der Hammer? Und jetzt haben wir hier wieder Weihnachtsmotive. Und guck mal hier, Window Color. Das sieht eigentlich ganz stark aus, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, hier ist alles aus Holz, ne? Das könnt ihr ja sehen. Hier gibt der Boden nach. Alter Schwede. Ja, hier ist auch richtig eine Senke. Oh Freunde, und hier unter ist Keller. Seht ihr ja auch, ne? Alles kaputt. Hier haben wir noch ein bisschen was. Eine riesen, Leute, es ist auch wieder Dingsboden. Eine riesengroße Küche, ihr seht's. Ich kann hier nicht ganz so viel Licht machen, weil Nachbarn. Ich betrete es lieber nicht weiter. Aber ihr könnt es ja einmal rundum sehen, dass hier auch noch alles vorhanden ist. Sogar die Bosch-Waschmaschine ist noch da. Hier ist noch ein Amiga-Herd. Krass. Ey, wenn man so viel Platz hat, ich wüsste gar nicht, was wohin mit dem ganzen Platz. So, Freunde, von hier kamen wir aus dem Keller. Hier sind auch noch ein paar Räume. Da gucken wir jetzt mal rein. Viel kann hier nicht mehr sein, nee. Vieles ist einfach nur, seht ihr ja, roh und kaputt. Aber es sieht ja schon echt stark aus, ne? Diese alten Gemäuer. Das hat ja irgendwie was. Hier ist noch ein Holzlager. Oh, scheiße. Ach so. Soll ich das, wie machst du das jetzt mal? Ach so. Dann kann man die nicht hinlegen. Alles gut. Ach so. Oh, shit. So. Leute, das ist echt abgefahren. Ihr seht das ja selber.
dass das hier so alles halbrund ist. Allein diese kleinen Gänge hier. Warte, guckst du, ich kann hier nicht gerade stehen. Spinnen? Oh ja, da. Oh, da darf ich nicht hingucken. Oh, Freunde, hier geht's überall lang. Aber wir müssen hier wieder raus. So Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke. Ihr kennt das ganze Spiel. Kommentieren, lamentieren, abonnieren. Da vorne sind die anderen beiden. Reality Urbex Heiko natürlich verlinkt. Der ist Gössel auch verlinkt. Schaut bei den beiden vorbei. Ihr kennt sie wahrscheinlich sowieso schon. Ich sag tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.